Guten Tag, meine lieben Leute, die Motorworld gucken wollen. Ich war ja ganz, wirklich ganz überrascht, dass viele geschrieben haben, ja doch, 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 wollen wir unbedingt sehen, wollen wir unbedingt sehen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben wieder so ein mega teures Auto, aber guckt mal, was mit meinen Bauarbeitern passiert ist. Ich habe fast meine, ja doch, ich habe meine gesamte Kohle eigentlich investiert. Also ich hatte, glaube ich, 51 Geldscheinchen und habe, man kann jeweils mit 15 Geldscheinen die zu Ingenieuren umbauen und dann haben die halt eben viel mehr Power, können die viel mehr machen, weil dieses Auto, was sehr an einen Mercedes SLS ist das, glaube ich, erinnert oder an GTS, ja, sieht dem Auto halt sehr ähnlich. Ja, das braucht halt mega viel und da bin ich gerade in so einem Quest drinne und da geht es nämlich darum, ich guck mal gerade rein, kleiner Moment, Quest. Da haben wir noch ja, etwas über 3 Tage. Ah, Schisse. Schisse. Ja, egal, egal. Das war nämlich das Quest, was ich dann aber, glaube ich, verkeggelt habe. 3 Donuts. Das läuft bei mir, Junge. Das läuft bei mir richtig zart das Bein runter. Und zwar will der natürlich jetzt relativ günstige Cabrios haben. Klar, wenn ich aber in meiner, ja, Arbeitsmeile hier noch schön mit meinem SLS Hashtag GTS beschäftigt bin, ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr gemacht habt. Ihr habt mich ja total, ja, mit Anfragen logischerweise überschüttet. Ja, Level 3, na klar, grundsätzlich wird jeder geedit, das ist ja gar kein Thema. Ich schreibe jetzt nicht extra zurück, aber ansonsten schreibt mir da einfach, das ist nicht das Thema. View, ja. Hat er mir das mehrmals geschrieben? Auch nicht schlecht. Reply, ja, okay, komm, pass auf. Hi, und dann noch ein schickes Smiley. Send. So, passt. View, tap to right. Hat er mir. Sehr geil, hat er mir jetzt tap to right. Okay. Nochmal. Ja, das wissen wir jetzt. Collect Gift, also ich kriege hier unten natürlich Return Favor, ist ja wohl mal ganz klar. Man kann sich gegenseitig Geschenke zuschicken und dann wieder. Sehr geil. Und ich habe hier einen Job angenommen. Oh, da muss ich gerade mal selber gucken, wie das mit dem Job war. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie gewachsen bin. Nee, leider nicht. Aber ist auch nicht weiter wild. Ke noch keiner hat meinen Referral Code eingegeben, sonst würde man das hier sehen. Glaube ich, hoffe ich. aber wie gesagt, ansonsten, ich bin nämlich der Meinung, das macht man so. Und zwar, wenn ich auf Play gehe, dann sage ich Friend Code. Und dann haben wir hier den Code und das müsste dieses Referral-Zeugs sein. Also da dürft ihr euch gerne mal ranhalten. Return, Cancel, passt. So, jetzt haben wir schon einiges mehr an Freunde. Und dann ist das schick. Mein Zeichen finde ich so mega sporty. Das sieht richtig, richtig geil aus. Und jetzt will ich euch aber auch nochmal zusätzlich zeigen, welche Autos ich natürlich gleich habe noch. Also, weil klar, beim letzten Mal war es ein bisschen Erklärung, ja, wie ist das Spiel so? Und jetzt scheinen ja wirklich nur die mitzuspielen, die es auch so ein bisschen, oder dazu zu gucken, die es auch so ein bisschen gefangen hat, gefesselt hat. Und jetzt gucken wir mal. Klar, der Anfang ist total easy, das passt hier alles. Das ist alles gar kein Thema. Und hier bin ich noch nicht weiter. Mal gucken, was wir hier. Okay, also das sollte noch kein Thema sein hier. Hier, wo ich mir echt sage, hier sowas macht gar keinen Sinn irgendwo. Das Ding ist richtig, hat richtig, richtig viele, wie soll ich sagen, richtig viele Workpoints. Also man braucht richtig lange, bis man das komplett bearbeitet hat. Und dafür ist es aber gar nicht so viel wert. Das Rallye-Auto habe ich auch schon, finde ich ziemlich nice. Da müsste ich eigentlich. Ah ne, ich habe die Line schon durchgezogen hier. Also die Line durchgezogen. Ihr wisst, was ich meine. Hier hatte ich ja schon erwähnt, das Auto ist mega geil im Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeden Fall richtig geil. Epic Collection Set. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht. Ne, da habe ich noch gar nichts. Doch, da. Und zwar bin ich der Meinung, als ich das Spiel vor, wie gesagt, bummelig 2 Jahren gespielt habe, bin ich der Meinung, gab das nur 150 Autos. Schlag mich nicht, wenn es nicht so ist, aber guck mal, was hier noch kommt. Leute, wenn ihr seht, was hier noch kommt, da kriegt ihr Angst. Das ist total kranker Scheiß. Der sieht aus wie ein Trabi. Breed the Arrow. Okay.
Den Arrow konnte ich da aber auch. Der ist, glaube ich, ein kleinerer hier. Gucken wir mal. Nee, den Arrow hatte ich noch nicht. Den habe ich im Thumbnail. Genau. Den habe ich in meinem Overlay drin. So, und jetzt muss ich aber mal gucken. Jetzt gehe ich nämlich auf Quest, weil ich ja noch welche bauen muss. We are going to the quest. And then we make 1300. Und hier könnte man halt nochmal Facebook Friends. Muss ganz ehrlich, ich will halt nicht meinen ganz normalen offiziellen, oder was heißt offiziellen, meinen ganz normalen Facebook-Name dafür nehmen, weil ich dann meine ganzen Freunde, meine normalen Friends halt eben auch zuspammen würde. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Das möchte ich nicht. Sonst hätte ich das nämlich gemacht, aber dafür wollte ich mir jetzt nicht extra nochmal einen Facebook-Account erstellen. Das ist es halt. So, jetzt genug gefaselt. Alter, wir haben keine Kohle mehr. Junge, die ist ja mal richtig weggegangen. Aber die Hütte kostet, glaube ich, auch alleine schon 120.000. Von daher ist das okay. Oh, jetzt hat sich wieder was getan. Mal gucken, wollte bestimmt einer gegen mich. Nee, der Babonaut. Er will mir die ganze Zeit schreiben. Alter. Und Return Favor. Passt. So, das sind nur noch Mails. Ja, jetzt hat er es geschafft. Ha, siehst du? Siehst du? So klappt es also auch mit dem Schreiben. Tap to write. Ah, jetzt werde ich hier ja klarkommen. Dann machen wir ein Rennen. Ich nehme den. Alter, zieht der mich. Was ist das für ein Bug, Alter? Der hat das gleiche Auto. Warum hat er mich so übel abgezogen? Okay. Gut, der Guzo hier übelst am Losen. Oh no, you. Aber 17 noch, was ist echt schlecht. Ja, komm, das passt schon. Machen wir mal ein Rematch. Dann nehme ich mal die Hütte hier. Weil da bin ich, glaube ich, bei einer 15er Zeit. Kurz in den roten Bereich gerade noch so rein und dann passt das. Also wie gesagt, wirklich, ich gucke gerade auf den Monitor halt auch noch und sage mir halt echt, Alter, die Grafik ist halt echt grottig. Also die ist halt einfach nur, oh, eine 16er Zeit. Okay. Gut, so viel dazu. Also die Grafik ist halt echt grottig. Das ist nun mal so. Aber es macht halt echt Fun. Aber was halt wirklich so ein bisschen doof ist, muss ich ja mal ganz offen sagen. Wenn man hier halt ist, man kann halt nicht so wirklich wie bei COC, gut, okay, dann lege ich es halt zur Seite und die bauen halt ihr Zeug weiter. Nein, die bauen halt wirklich nur, wenn du aktiv dabei bist. Selbst wenn du in einem anderen Untermenü bist, bauen die nicht weiter. Wo du echt sagst, was soll denn der Mist? Das ist echt schade. Aber so ist das halt, so ist das Spiel. Und jetzt sage ich nochmal Lab. Ich glaube nämlich, nee, okay, hier habe ich alles. Da baue ich gerade halt eben ein schönes Auto und dann passt das. Jetzt gucke ich mal, was ich hier in den Gifts drin habe. Ja. Habe ich jetzt was genommen? Nee. Nee, ich nehme jetzt erstmal nichts. Passt. Ja, da brauche ich keinen Worker. Passt. Aber einen mehr. Nee, egal. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Gibt es sonst noch Infos? Hier, wie gesagt, meine zweite, das wisst ihr ja. Hier könnte ich dann noch danach halt noch mehr bauen. Und Tuner Shop, naja, der bringt nicht wirklich viel Kohle und da kann man hier richtig Geld lassen. Guck mal hier, dann 5,2 Millionen oder 25 Millionen, das ist schon richtig, richtig krass. Das ist schon jenseits von Gut und Böse. Das, was auch nervt hier, guck mal, man kann die Mails nicht wegmachen. Also sprich, die Mail ist halt drinne und die kannst du halt nicht wegklicken. Wenn ich die jetzt wegklicke, sehe ich immer noch, es sind drei. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten passt das. Das sind alle Sachen, mit denen kann man leben. Ja, gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal läuft. Gucken wir mal, hier geht richtig Action am Start hier. Hier kommen, machen wir noch ein Race. Komm. Alter, wie der mich abzieht, der Junge.
Alter, das gibt es nicht. Richtig, richtig krass. Dann scheint sein Auto schon um einiges besser zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wird er öfter schon verkauft haben und damit halt dann ein besseres Level erreicht haben. Klar, also mit diesem Auto, weil so öfter, umso öfter man das verkauft, desto besser wird dann die PS-Zahl. Ah, da habe ich mal abgezogen, ja? Den kleinen Babonaut. Das sieht fast so aus. Yes. Super. Oh, da gab es sogar einen Donut. Das ist natürlich nice. So, jetzt nicht mehr so viel Mails hier. Dann können wir den Donut natürlich gleich wieder in unsere Arbeit da stecken. Und das war es erstmal für dieses Video wieder. Und ich bringe das immer nur zeitgleich zu COC oder Clash Royale, weil klar, das ist nicht für jeden was. Oh, jetzt, egal. Das war's. Ciao, ciao.